Hallo und herzlich willkommen zum nächsten einsichtslosen Part Pest 2013. Unsere Gegner sind immer noch so dumm wie Scheiße, obwohl nein, nicht unsere Gegner, sondern unser Team. Wie man jetzt hier auch schon wieder sieht und in den nächsten 5 Minuten auch mindestens noch 10-mal sehen wird. Wer einen der letzten Parts geguckt hat, weiß, wie behindert sie sind. Also muss ich da auch hoffentlich nicht mehr viel sagen. Das Einzige, was sie können, ist auf Tor schießen und das schlecht. Ja, schieß dahin, genau. Wow, wenn ein Abwehrspieler schießt, das ist wirklich ein grandioser Schuss. Von so einem 2 Meter Freak, der nichts kann. Ich meine, er hätte ja wenigstens aufs Tor zielen können. Der Tor hätte ihn eh gehalten, weil er ein Abwehrspieler ist und einfach nicht schießen kann. Aber er kann ja nicht mal das Tor treffen, wenn da nicht mal ein Torwart drin ist. Und das nicht mit dem Kopfball, nee, mit einem normalen Schuss. Ja, das war ein Foul. Ja, Ellbogen, dann ist es natürlich wieder kein Foul für den Schiri. Ich hab den nicht genommen. Schnell, pass weiter. Oh Mann! Ja, lauf um ihn herum. Hauptsache, du nimmst den Ball nicht mit. Dann ist es mir auch voll egal, wo du lang läufst. Vielleicht schießt auch heute noch mal stark, damit es vielleicht auch noch ein Tor gibt und wir gewinnen. Okay, Fehler vom Gegner. Trotzdem sind die zu inkompetent, um das auszunutzen. Komm, jetzt kommt wieder so ein... Ja, das ist jetzt schon ein Angriff, das heißt, das ist ein Tor. Das sind die typischen Regeln. Ja, immer mit dem Angreifen, das ist ein Tor. Weil das Team so dumm wie Scheiße ist. Man kann dagegen nichts machen. Wir können den besten Torvolution-Zocker 2013-Spieler hier spielen lassen. Er kann das nicht gewinnen. Weil das Team einfach zu inkompetent ist. Es ist nicht möglich. Und vor allem nicht, wenn die dann auch so scheiße schießen. Also ganz im Ernst. Die können mich mal so am Arsch lecken, ne? Genau wegen so einer Scheiße habe ich das alte Let's Play auch beendet. Also es ist immer noch das gleiche Let's Play, aber ich habe es ja vor 9 Jahren beendet, weil ich einfach überhaupt keine Lust mehr drauf hatte, weil es einfach nur scheiße behindert war. Und ich stehe schon wieder kurz davor. Schieß doch wenigstens richtig. Schieß doch einfach. Ein Tor wirst du eh nicht machen, so dumm wie du bist. Aber schieß wenigstens. Ja, jetzt habe ich hier keine Leute. Ja, es reicht nicht, wenn die dann so schießen. Dann habe ich direkt 0 Leute. Weil es einfach nur dumme Scheißhaufen sind und nicht Leute. Nein. Ach komm, das hätte aber auch schon ein Tor sein können, oder? Ja. Ach bitte, wenigstens hat er mal drauf geschossen. Das ist ja wenigstens etwas Erwähnenswertes. Natürlich kriegen unsere Leute das zu dritt nicht hin, dem einen den Ball wegzunehmen, der nur gerade ausläuft. Nein, Ecke. Ich mag aber keine Ecken, deswegen schieße ich flach. Boah! Ja, okay, da wäre ein Tor wenigstens gerechtfertigt, weil der Schuss war mega.
Aber gegen Slattenkreuz. Okay, wir haben noch 10 Minuten, sonst kann ich eigentlich auch schon wieder abbrechen. Mit der Liga, weil wir die dann nicht mehr gewinnen können. Und das hat dann auch keinen Sinn, weiter zu spielen. Nein! Das ist jetzt nicht wahr! Wenn das ein Unentschieden wird, weil ich zweimal das Aluminium getroffen habe, dann bin ich nicht traurig. Ja, sie sind dumm. Noch dümmer als unser. Ja, er schießt gar nicht! Er schießt gar nicht! Nein! Das ist so knapp! Bitte lass es kein Unentschieden sein, das wäre so traurig! Es wäre so traurig. Bitte macht noch ein Tor. Das habe ich mir auch verdient. Ja, komm also jetzt, bitte. Nein. Nein, es wird kein Tor. Es wird ein Unentschieden. Das heißt, wir können wieder von vorne machen, oder? Abseits. Nein, doch. Scheiße. Das wird nichts. Ich kann es neu starten. Wenn das hier nichts wird, dann kann ich es... Ja. Ganz toll. Ganz toll. Die letzten 4 Folgen waren alle umsonst. Alle. Was ist das für eine Scheiße? Ohne Mist. Das können wir nicht mehr gewinnen. Egal, wie das nächste Spiel ist, wir können es nicht mehr gewinnen. Warum muss ich das denn jetzt wirklich noch upgraden? Es juckt jetzt doch eh keinen mehr. Oh, und jetzt geben die mir alles, oder was? Um noch schön abzufacken fürs Ende. Ganz toll. Jetzt geben sie mir einfach alles. Oh Mann, doch nicht jetzt. Ich will schnell weitermachen. Hallo. Wow, eine Einsternkarte. Wow, das ist ja echt toll. Nicht! Ja, dann können wir wieder von vorne starten. Im nächsten Part. Ciao.